Moin Leute! Heute begrüße ich euch mal nicht aus Deutschland, sondern aus dem, naja, nicht gerade sonnigen, aber schön warmen Spanien. Ich bin gerade angekommen in Malaga in Südspanien und hier hinter mir habe ich gerade die San Miguel Brauerei entdeckt und wir holen jetzt unseren Mietwagen hier ab. Und ich nehme euch heute mal ein bisschen mit auf meine Reise und wünsche euch genauso viel Spaß wie wir auch. Und ich würde sagen, wir legen los. Viel Spaß. Dann geht's erstmal ab in die Stadt nach Malaga rein. So, Mietwagen ist geholt und jetzt sind wir in so einem ganz komischen Parkhaus hier drin. Hier läuft Musik. Es ist fast gruselig, kann man sagen. Kaum einer da. Okay, jetzt fährt gerade einer rein. Das Ganze ist unter einem Kunstmuseum, soweit ich weiß. Und wir werden jetzt mal in die Stadt von Malaga gehen und uns das Ganze mal anschauen. Und eingekauft haben wir schon ein bisschen was und später geht es dann ins Hotel und vielleicht noch ein bisschen an den Strand. Ja, Malaga, schöne Altstadt mit südländischem Flair. Auf jeden Fall sehr schön. Und kleine Geschäfte. Wir waren dann auch auf einem Markt, wie es typisch ist in den südlichen Ländern oder generell in Spanien. Diese Märkte, die dann überdacht sind, also so eine Halle, weil es einfach viel zu warm ist, um dort frische Produkte zu verkaufen. Und halt viel aus der Region, viele Sachen, Obst und Gemüse wird ja viel angebaut da unten. Und Oliven zum Beispiel und so weiter. Und auch, was wird noch? Fisch wird viel gefangen natürlich. Auch da viel Fisch wurde verkauft und hier sehen wir typisch diese Bars, die mitten in diesen Markthallen sind, wo die Leute sich treffen, unterhalten und ja, hier nochmal so eine Fleischertheke, wo es auch mal Sachen gibt, die es bei uns vielleicht nicht gibt unbedingt, wenn man so einen Schafskopf kaufen kann. Hier haben wir jetzt so einen Innenhof, sehr schön gemacht mit diesen blauen Blumentöpfen und der weißen Wand, das sieht natürlich klasse aus. Und das war neben einer Weinbar, also sehr schönes Ambiente dort. So, hier haben wir einen schönen Stadtüberblick, da hinten irgendwo ist der Würfel, wo wir vorhin geparkt haben. Da unten drunter ist das Parkhaus und wir laufen hier jetzt gerade mal so eine Festung hoch. Und es ist echt schön warm, Pulli reicht. Gut, es könnte ein bisschen wärmer sein, aber ich meine, wir haben Februar, also von daher kann man da echt zufrieden sein. Ja, das Ganze war Castillo de Gibralfaro oder so ähnlich hieß das. Das ist ein Schloss oben auf einem 130 Meter hohen Berg, mitten in der Stadt. Und man hat einen super Ausblick. Hier sieht man die Stierkampfarena von Malaga und generell toller Ausblick über die Stadt. Und die Sticker sind natürlich auch am Start. Abends waren wir dann noch gemütlich essen und den Abend ausklingen lassen. So Leute, herzlich willkommen zum zweiten Tag. Gestern in Malaga war sehr schön, kann man nur empfehlen. Also auch im Februar absolut empfehlenswert. Und ich bin gerade jetzt in Marbella, das liegt noch weiter, ein bisschen weiter südlich, Richtung Gibraltar, denn wir sind gerade auf dem Weg nach Gibraltar und ob wir da heute noch hinkommen, wissen wir noch nicht. Unser Hotel ist in der Nähe gebucht, vielleicht gehen wir auch erst morgen nach Gibraltar. Jetzt schauen wir uns mal noch ein bisschen Marbella an und Meer auch im Februar, wunderschön. Es ist warm, ich habe zwar die Jacke an, aber man könnte es auch ruhig ausziehen. Baden gehen geht auch, muss aber nicht sein. Dann schauen wir uns mal Marbella an und dann geht's weiter. Ja, Costa del Sol heißt das Ganze ja, der ganze Strandabschnitt dort. Sehr schöner Strand,
auch wenn man im Hintergrund so hohe Blocks hat, aber trotzdem sehr schön. Und natürlich im Februar nicht so gut besucht wie im Sommer und daher sehr entspannt dort. Und ja, die Innenstadt von Marbella sehen wir jetzt gleich. Hier nochmal der Strand und die schönen Palmen. Ja, Innenstadt mit schönen kleinen vielen Gässchen, ist auch wieder südländisches Flair. Ich muss sagen, Marbella gefällt mir noch besser wie Malaga, weil hier war einfach die Atmosphäre irgendwie eine ganz andere durch diese kleinen Gässchen mit diesen Geschäften rechts und links, überall weiße Wände. Das sieht schon echt klasse aus und ja, es ist sauber gewesen, richtig schön und ja, man fühlt sich einfach wohl dort. Hier haben wir nochmal einen Marktplatz. Überall stehen auch diese Orangenbäume rum, das ist fantastisch. Da hängen die Orangen dran, das ist Wahnsinn. Und hier auch nochmal eine schöne kleine Gasse, was dort auch ganz typisch ist, weil man dort ja nicht mit dem Auto langfahren kann. Überall sind Leute mit der Sackkarre rumgelaufen und haben irgendwelche Sachen transportiert, weil die Restaurants und so weiter, das muss ja alles beliefert werden. Und wenn kein Auto fährt, dann muss alles mit der Sackkarre transportiert werden. Dann waren wir noch in der Kirche, von außen schlicht und innen drin wird man dann erschlagen von Prunk. Also so viel Gold auf einem Haufen, Wahnsinn. Der Hafen von Marbella, auch richtig schön, blaues Wasser und dann diese weißen Häuser im Hintergrund. Und auch diese ganzen Boote, schöner Ausblick. Und natürlich, man muss wieder sagen, das Wetter war natürlich wieder top. Im Februar absolut geil. Und hier haben wir dann nochmal den Strand von Marbella. Auch sehr schön. Und was man hier im Hintergrund gut sieht, die Berge. Man ist am Strand und man kann trotzdem in die Berge gucken. Wahnsinnig tolles Panorama. Ja, dann ging es weiter. Ja, ich glaube, 1,5 Stunden oder so circa weg von Marbella, Ronda heißt die Stadt. Hier haben wir eine Schlucht, 120 Meter glaube ich tief. In den Felsen hat sich dieser Fluss reingewaschen und da ist diese Puente Nuevo gebaut worden, diese Brücke, die man jetzt gleich hier sieht. Genau, diese Brücke ja, ist fast 120 Meter hoch und wurde 1751 schon gebaut. Wahnsinniges Bauwerk und man ist sogar selbst mit dem Auto, kann man da noch heute drüber fahren. Ja, Wahnsinn, wir waren dann auch kurz drin in der Brücke, das ist gigantisch, dieses Bauwerk. Und auch diese Schlucht darunter sieht wahnsinnig geil aus, die Häuser direkt an die Schlucht gebaut, heftig. Ja, der Blick war natürlich genial über das ganze Tal. Und selbst das Tal ist noch in den Bergen, also und hier sieht man die Schlucht von der anderen Seite und da hinten, ganz hinten in der Ecke ist die Brücke und auch da wieder Ronda, eine Stadt, 34.000 Einwohner circa, sehr schön mit Altstadt und so weiter, wie es halt da unten üblich ist, also absolut geil. Ja, hier haben wir nochmal einen Überblick über Ronda. Da sehen wir die ganze Stadt von weiter weg. So, wir waren gerade hier in der Stadt Ronda. Da waren die schönen Brückenaufnahmen und allgemein sehr schöne Altstadt mit schönen Häusern und so weiter. Sehr empfehlenswert und bei dem Wetter natürlich umso besser. Ich glaube, ich habe es schon so oft erwähnt. Das Wetter ist einfach genial. Und ja, auch schön, also echt schöne Stadt. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, so langsam bekomme ich Hunger. Wir sollten mal was essen gehen. Ja, und abends gab es dann noch schön deftig was zu essen. Auch nochmal sehr lecker.
Ja, das war der erste Teil der Reise. Ich habe das Ganze untergliedert in drei Teile. Im nächsten Teil seht ihr die Reise nach Gibraltar. Da sind wir dann nach Gibraltar rübergefahren. Eine englische Kolonie ganz unten südlich von Spanien. Und ja, das waren tolle Erlebnisse. Ich habe gedacht, ich mache ein Video drüber und teile das Ganze mit euch. Und wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt mir was Schönes in die Kommentare. Vielleicht wart ihr auch schon mal dort. Wenn ihr dort mal hinkommt, vielleicht entdeckt ihr den ein oder anderen Sticker dort. Den TFF-Sticker, der war natürlich wie immer auch am Start. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Teil. Der kommt am Mittwoch und am Freitag kommt der dritte Teil. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, Leute. Richtig geiler Scheiß. Eskaliert!